Wo können Sie sein? Der Ball ist heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Und Sie sind das mal erlebt, eure Kinder? Ernährt ihre Frauen und erledigt ihren Haushalt? Nein. What's the matter with him? Something don't feel right about this. I just had these trousers clean. Who one's gonna think I'm a tramp? Thanks, man. Look, look. Why there won't be a lawyer here? Beschützt, Mr. Gladstone. Wer war das? Niemand bedauert deinen Tod, du Ratte. Wenn ich den in die... Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Thank you.
Wildstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, bis sie allein ist. Nicht auf den Ball der Queen, ohne angemessen vorzufahren. Zu den Einladungen. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schritte abzugeben. Wer nicht weiß, was zu tun ist. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich.
Zwecks. Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Eindringling! Oh!
ready? Ich bin auf dem Weg. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit Ihnen und hinterher sage ich Ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Wenn ich da rüberkomme... Was gibt's Neues? Hast du gerochen, was da aus der Kanalisation war? Läufst du vor mir? Wir müssen hinterher sauber machen. Das sollte alles sein. Weiter, Mädchen. Du gehörst mir!
Miss Fry? Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Willkommen, Sir. Eure Hoheit, welche Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach mich zu beschützen, indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind anwesend. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Das hat sich als lohnend erwiesen. Wohin jetzt? St. James Park. Ich bemerke, dass Mr. Green Sie nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nun, das war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan Fry? Sie kannten ihn? Nein, zu meinem Bedauern. Doch Mr. Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Stadt gefährlich werden konnte. Und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was Mr. Green sagt, haben sie viel mit ihr gemein. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. Zum Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, Sir. Guten Tag, Sir. Na, was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Ihnen stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Die Queen gewährt Ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun beißen Sie die Hand, die Sie füttert? Es geht mir jetzt gut, Sir. Gott segne Sie. Es bleibt nur noch einer übrig. Zur Gladstone-Residenz. Gefällt Ihnen Indien? Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach Sinn kommt. Und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass sie eingeschlafen ist.
Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch wahrlich, als man sie mir nahm, ich sah meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod wieder. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Singh! Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid. Und deshalb betteln Sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen, und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden sie sie auch erlangen. Warum wollen sie dann ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiter, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Still keeping well, Miss? Good on you.